Der finale Kampf. Ampharos und Cherox. Alles klar, ein perfekter Start für uns. 97 und 98. Ach du Kacke. Ahnst du nicht. Okay, ich fange an, indem ich Cherox verprügle und Doppelteam einsetze. Flammenwurf, komm, kill des Cherox. Kill es, kill es. Vierfachschwäche, komm. Nein! Oh, Leute, das ist 1 KP. Leck mich doch. Es kann nicht wahr sein. Das ist 1 KP oder sowas. Eishieb? Ach, das ist doch nicht wahr, ne? Scheiße, Jesse ist down. Gut, Leute, das geht jetzt schon mal gar nicht, ey. Meine Fresse, ist nicht wahr. Hundemund rein. Oh, looks like Link. Temposchub. Jetzt müssen wir mal gucken. Also Cherox wird auf jeden Fall gleich vom Rivalen geheilt werden. Da gibt's gar nichts zu mäkeln. Ich setze einfach mal alles auf Hitzekoller. Und Schwerttanz. Das war klar. Ist kein Problem. Ampharos macht mir Sorgen. Aber ich habe ja noch Regi. Okay, komm. Hier ist eine schnelle. Jetzt muss nur Looks Like Link treffen. Alter, kann nicht wahr sein, ne? Kann nicht wahr sein. Mann, ey. Okay. Probier's mit Flammenwurf. Das ist mir zu doof. Und du machst Staffette. Der muss raus. Der muss raus. Das hat so keinen Sinn. Pikey muss rein. Leute, das ist der letzte Kampf, dass das Let's Play beendet, ne? Krasse Scheiße, ey. Jetzt dieses Let's Play endlich durch. Pff. Komm schon, dein Spezialangriff war höher. Du musst jetzt weg sein. Jawohl! Eins ist down. Boah, okay, was kommt jetzt? Oh nein. Oh Gott, nein. Das macht nichts. Eishieb zieht nicht viel ab. Und das ist Level 100, ey. Das gibt's nicht. Boah. Okay, Wallreiser, der muss jetzt down, der kann Eiseskälte. Flammenwurf. Und Durchbruch ist sehr effektiv, ne? Ich hab auch Schwerttanz drauf, wenn er trifft. Komm, komm, bitte. Bitte, bitte, bis auf ein Viertel oder so alles runter. Komm, 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 weiter, 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 weiter. Das ist super. Das ist hyper scharf. Komm, komm, leg ihn. Oh nein, kann ich. Ach, scheiße, das war's. Also Hundemon und Looks Like Link ist down. Oh, scheiße, weil Reiser hat das überlebt, ey. Ja, Ampharos kriegt zwar ein Damage, aber auch nicht. Ja, das geht an. Pikey kriegt richtig auf den Sack. Der ist weg, oder? Komm, halt durch. Oh, danke. Ah, okay, gut, Leute. Jetzt haben wir ein Problem. Regi. Eine Chance ist noch da. Der wird jetzt mal Reiser. Oh, der macht Donner. Pikey. Das hältst du durch, oder? Spiel gelaufen, das war's. Das war's. Das Let's Play. Oder. Was heißt? Der letzte Kampf ist verloren. Oh, scheiße. Kriegen wir nicht mehr hin. Mann, ist doch nicht wahr, ey. Gut. Weil Reiser wird da aufheilen. Ampharos ist mir in dem Moment jetzt erstmal egal, aber der wird jetzt mal Reiser. Was kann ich denn machen, ey? Bleibt nichts. Sub nach oben bitte. Mir bleibt nicht viel. Ich habe noch Top-Beleber. Kann ich einsetzen auf Pikey? Mann, bringt aber nicht viel, da jetzt der Schwertanz-Boost weg ist. Kacke! Mann! Eisstrahl, zack. Neo Sun ist down. Der heilt nicht. Warum hat er nicht geheilt? Meine Reise ist jetzt weg. Okay, jetzt ist doch noch eine kleine Chance da. Leute, den Tag nicht vor dem Abend loben. Fang rein. Die Wall erstmal. Erstmal ein bisschen. Also, weil Reiser ist down jetzt. Der muss down sein. Donnerblitz kann ja nicht überleben. Yes! Okay, weil Reiser das Gefährliche ist weg. Was hat er noch? Was kommt jetzt? Bitte nicht. Oh, scheiße, ich hab gewusst, ey. Ich wollte gerade sagen, bitte nicht Machoma, ey, weil das Ding haut nach Tara so weg. Voltabsorber, danke.
Okay, jetzt muss ich überlegen, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Donnerwelle auf Machomai. Nach Fang braucht nicht angreifen. Wenn Machomai einmal trifft, ist er weg. Toxin oder Konfusstrahl? Ich mach mal Konfusstrahl. Oder ne, Donnerwelle sitzt schon dann auf ihn. Versuche ich mit Toxin mal. Erstmal Konfusstrahl. Versuche ich jetzt auf Ampharos. Ich muss einfach versuchen, dass die beiden nicht jeden Runde angreifen können. Nice, wir waren beides mal schneller. Bum, bum. So, die dürfen beide eigentlich nicht treffen. Okay, komm, hau dich selbst, hau dich selbst. Mist. Eishieb. Müssen wir locker, das überstehen wir locker, das ist kein Problem. Oh, Kacke. Scheiße, der Ding hat Schwertanz gemacht. Gut. Jetzt müssen wir gucken. Ampharos kann nicht viel gegen Regi machen, eigentlich nichts. Können wir stehen lassen. Konzentration muss jetzt auf ihm hier liegen. Das Problem ist, ich kann dann mit. Ich kann nur Konfusstrahl machen, damit ich versuchen kann, dass er gar nichts mehr hinkriegt. Weil sonst kann Funk gegen Machomai nichts ausrichten. Nice, Donnerblitz ist ein netter Schaden. Machomai ist echt gefährlich jetzt. Komm schon, komm schon. Ampharos verwirrt, hau dich mal selber, bitte. Danke. Sehr schön. Komm, du haust dich jetzt auch selber oder kriegst ein Parahex? Jawohl, haut sich auch selbst. Gut. Durch Schwertanz macht er natürlich richtig Damage. Wenn der jetzt nicht heilt und Donnerblitz sitzt, ist Machomai weg. Ja, pff, komm hin und her. Donnerblitz und du machst mal Toxin. Komm, bitte. Bitte, Machomai muss weg sein. Okay, Toxin trifft. Machomai ist noch verwirrt. Ich hoffe, dass er noch bleibt. Ampharos ist auch verwirrt. Das ist schon mal gut. Yuppie! Jedes Mal, wenn Ampharos nicht angreift, ist super. Oh. Ah, war paralysiert. Gut, Parahex. Okay, er wird jetzt bei aller Höhe. Also, wenn er Reiser gerade nicht geheilt hat. Aber eigentlich muss er jetzt Machomai aufheilen. So, Toxin wirkt. Da gibt's eigentlich keine Frage. Der wird jetzt seinen Machomai aufheilen. Ich mach mal Surfer, das trifft beide. Und wechsle jetzt mal aus auf Palki. Jo, er heilt. Gut, okay. Macht nichts. Macht nichts. Kein Problem, kein Problem. Surfer sitzt. Jetzt ist er natürlich nicht mehr paralysiert. Das ist schade. Aber das lässt sich ja gleich nachholen. Ampharos ist nicht mehr verwirrt. Autsch. Ach, Mann, oh. Trifft doch nicht immer. Oh, wie viel das auch abzieht. Was ist denn das? Wie kann Donner so viel abziehen? Okay. Gut, was machen wir jetzt? Jetzt. Bleibt nichts anderes übrig als Donnerblitz und Psychokinese. Ich muss Machomai umkloppen. Solange der steht, ist Pikey in Gefahr und mein Fang. Weil wenn der irgendwas trifft mit seinem Angriff, dann tut's richtig weh, weil der Schwertanz drauf hat. Komm schon, weg! Yes! Okay, das nächste ist down. Was kommt jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, was der alle hatte, ey. Ups. Der hat nur noch. Oh nein, ein Despota. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber Despota ist langsam. Und wenn Surfer und Durchbruch treffen, ist Despota weg. Donner ist geht daneben. Super. Er hat sogar Regi angegriffen. Okay, und Ampharos kriegt den Damage ab. Zack. Ja, das ist jetzt Regi. Aber Ampharos kriegt auch Sandsturmschaden und Toxinschaden. Könnte also in der nächsten Runde weg sein. Boah, das ist echt strategisch hier gerade überlegen, ey. Gut, nächste Runde ist der weg. Okay. Surfer. Durchbruch. Muss beides treffen. Ach, scheiße, Top-Genesung, du Arsch! Macht nichts. Ich muss jetzt erstmal darauf gehen, dass Despota weg ist. Okay, Durchbruch trifft. Das ist schon mal sehr gut. Vierfach Schwäche.
Macht ordentlich Damage. Weiter, weiter, weiter. Jawohl. Und Surfer dürfte ihn jetzt killen. Muss ihn killen, muss. Komm, 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 komm. Ja! Despota ist down. Ohne, dass er irgendwas Schlimmes gemacht hat, ey. Okay, jetzt gibt's nur noch... Banette. Oh, Banette. 99, oh Gott. Das sind so abnormale Level hier. Okay, die drei bekommen Schaden durch den Sandsturm. Das ist schon mal gut, den müssen wir mitbedenken. Södele. Ja, ja, eure scheiß Überreste, Leftovers. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich möchte Banette eigentlich... Ich werde Banette paralysieren. Donnerwelle. Obwohl, stopp. Mit dem machen wir nichts. Ich werde jetzt erstmal Funk aufheilen. So, das ist wichtig, falls gleich irgendwie so ein scheiß Donner kommt. Und dann mache ich... Kampf. Kampfstart oder Psycho auf... Ich will Banette weghaben. Banette muss als erster weg. Psychokinese. Mal gucken, wie das abzieht. Ah, kacke Schutzschild. Dann kann ich was trinken in der Zwischenzeit. Mm-mm. Was soll das denn? Was kann der denn für Attacken, ey? Eishieb, Feuerschlag, Donner, mein Gott. Okay, die kriegen wieder Damage, das ist schön. Und ich habe noch zwei Toppeleber, die kann ich eigentlich einsetzen. Banette und Ampharos. Ich glaube, ich hole Jesse wieder. Okay, aber, ich werde jetzt als erstes, mache ich, ne. Nein, stopp. Donnerwelle und Reflektor. Hau mal einen Reflektor raus, das ist ganz gut, weil Banette ist physisch und Ampharos greift auch physisch an. Banette ist paralysiert, sehr gut. Wir müssen ein bisschen hexen hier, sonst funktioniert das nicht. Spukball, ja. Autsch. Aber Reflektor ist oben. Feuerschlag macht gar nichts mehr, Reflektor ist oben. Gut, Sandsturm tobt, damit kriegen die wieder Damage. Und jetzt konzentrieren wir uns auf... Auf wen? Auf Ampharos oder auf Banette? Banette ist eigentlich nicht mehr so die Gefahr durch Reflektor. Ich glaube, ich gehe auf Ampharos. Ja. Ja, lass uns als erstes mal auf Ampharos gehen. Kampf auf Elektro, ist das gut? Voll dumme Fragen stellen hier mitten im LP. Mach mal Durchbruch. Ja, das ist mir egal. Wenn Banette sich schützt, dann verschwendet er einen Zug. Jetzt geht's mir erstmal darum, dass Ampharos down geht. Bam! Kriegst erstmal ein Damage. Schade, ist nicht so viel, wie ich dachte. Macht nichts. Komm jetzt, richtig Luck wär's, wenn's gefrozen ist. Schade. Icy macht auch nicht viel. Das ist geil, dass der Regi angreift. Anstatt voll clever irgendwie mit Feuerschlag Pikey zu attackieren. Nö. Macht er nicht. Gut, okay. Ampharos wird getroffen, Banette wird getroffen, Regi wird getroffen, macht nichts. Leute, das sind die letzten zwei Pokémon, die vom Rivalen, vom Champion, und dann ist das LP durch, ey. Dann hab ich's geschafft. Inferno Rot ist dann durchgezockt. Boah, teilweise was echt nervenaufreibend am Anfang gerade. Und jetzt gegen Ende, das ist auch schon extrem. Top Genesung für Regi. Funk haben wir noch in der Hinterhand. Ich habe noch zwei Top-Beleber. Was mache ich jetzt? Psychokinese auf Ampharos. Ja, komm, greif mal an. Kein Problem. Obwohl, jetzt. Das war zweimal hintereinander. Das nächste Mal wird Schutzschild nicht funktionieren. Komm, wie viel Damage? Oh, schöner Damage. Jetzt hat er was dazugelernt. Autsch, das tut weh. Autsch, das tut richtig weh. Ah, Sandsturm tötet ihn nicht. Sandsturm wird ihn nicht killen. Okay, überlegen wir, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Gehe ich mal davon aus, dass der sein Ampharos heilen wird. Der hat noch bestimmt was in der Hinterhand. Der wird sein Ampharos heilen. Das heißt, ich kann mit dir jetzt erstmal meinen Palki heilen. Da der Rivale dazugelernt hat und jetzt ordentlich draufprügelt. Ja. Macht nix. Macht gar nichts. Kein Problem.
Wie viel zieht Psychokinese denn im vollen Status ab hier? Komm schon, machen wir ein bisschen Damage hier. Ah. Okay. Oh, Reflektor ist abgeflacht, ne? Ah, geht aber noch. Ampharos und Bernadette. Ja, Ampharos ist das, was mir am meisten Probleme macht in dem Kampf hier. Ich habe echt Glück gehabt, dass der Rivale bei Valreiser nicht geheilt hat, ey. Und das Ganze ohne zu cutten hier, ja. Ohne im Kampf zu schneiden. Also außer... Ne, wie sag ich das jetzt? Ohne Safe State laden, sagen wir es mal so, genau. Ohne dass ich bisher ein Safe State laden muss, klappt das hier. Dann mach mal Surfer und du machst... Du setzt mal nochmal einen Reflektor auf. Sicher ist sicher. Ja, Surfer zieht nicht allzu viel, aber naja, immerhin. Was? Ach, Reflektor war noch. Oh, shit. Toll, Matze hätte es auch mal aufpassen können. Was soll das denn? Das ist selten dämlich. Danke, Bonette. Das macht ja wohl gar keinen Schaden. Okay, sorry, ich dachte, der Reflektor wäre schon abgeflacht. Gut, Matze hat nicht aufgepasst. Egal. Okay. Also Bonette kriegt ordentlich Damage durch Surfer. Fand ich, ja, was heißt ordentlich? Dafür, dass wir hier 13 Level auseinander sind, ist ja ganz nett, der Schaden. Regi und Pike hier im epischen Kampf. Machen wir nochmal Surfer und jetzt hol den Reflektor nochmal raus. Und wenn alles gut geht, könnten wir sogar in der nächsten Runde Ampharos killen. Den Sandsturmschaden mitberechne. Surfer und Psychokinese. Könnte er down sein. Ist nicht so schlimm, macht nicht so viel Damage. Außer es ist ein Volltreffer. Alter, leck mich doch. Oh. Na, wenigstens steht Palki noch. Ja, ist gut jetzt. Ah, okay, müssen wir es anders machen. Machen wir es anders. Ja, Ampharos wäre in der nächsten Runde durch Surfer und Psychokinese down gewesen. Aber wartet mal. Warum eigentlich nicht? Scheiß doch drauf, dass Perky gleich down gehen könnte. Ich habe noch Top-Beleber zur Not. So, und jetzt Psychokinese, komm. Jawohl! Ein Volltreffer, nice. Batsch. So, jetzt kriegt er Damage. Steht nicht mehr. Yes! Yes, Leute! Es steht nur noch Bernadette. Der hat Perky jetzt... Oh, er geht auf Regi. Komm, Regi, hält's aus. Hält's aus! Jawoll. Ist egal. Wenn wir jetzt Glück haben, killt vielleicht schon der Sandsturm. Komm schon, wir episches Finale. Komm schon. Komm. Yes! Leute, wir haben es geschafft. Der Sandsturm hat ihn gekillt. Da ist es. Oh, ich hab's geschafft. Ach du Scheiße. Boah. Meine Güte, was ein Kampf, ey. Hallöchen, Professor Eich. Dich haben wir ja gerade schon mal besiegt. Wow, wow, wow. Leute, es ist geschafft. Boah, das ganze harte Training hat sich gelohnt. Der Champ war echt schwer. Die anderen, die Top 4 dagegen waren ja gar nichts. Aber der Champ hier, ey. Boah, der hat's echt drauf gehabt. Puh. Das hatte der Hackersteller, war ja auch klar vornherein, dass die Top 4 richtig, richtig harte Gegner waren. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Ruhmeshalle hier und lassen uns eintragen. Speichervorgang, schön für dich. Und jetzt gucken wir uns mal unser Team an hier. Jesse, 666, Neo Sun LPM, Regi Bang, Pikey, Funk 2.0, und Looks Like Link, mit den dreien habe ich's, mit den sechs, habe ich's geschafft, die Pokémon-Liga durchzurocken. Und das war's, Leute, mit dem LP zu Pokémon Inferno Rot. Wir haben 23 Stunden gebraucht und wir haben's geschafft, Leute. Boah, richtig harter Tobak. Ah, herrlich, frische Luft.
Tja, Ryu, unser Rivale, rennt flennend nach Hause. Zu Recht, er hat's nicht drauf. Ah, Professor, ich guck nur. Hä? Wer bist du? Oh, tschüss, ich muss gehen. Hat Alzheimer, tja, kann passieren. Sonnenwaffe vergisst und wir gehen erhobenen Hauptes. Wir blicken noch einmal zurück. Das haben wir gerade geschafft. Und jetzt rennen wir los. Wir haben es tatsächlich geschafft. Pokémon Inferno Rot. Ein geiler Hack, muss ich sagen. Ein kleines Fazit, was ich jetzt ziehen möchte. Erstmal den Controller aus der Hand legen. Ach, herrlich. Das Fazit, was ich ziehen möchte. Die Idee, die wie der Hack gemacht ist, ist gut. Finde ich wohl. Also die Trainer sind schön am Anfang, also die Arena-Leiter, fange ich mal mit denen an, sind richtig schön stark im Vergleich zu den Trainern, die da rumlaufen. Haben andere Typen, sind Doppelkämpfe, was ich auch nice finde. Ich war allerdings von, wer war das denn? Von Pyro sehr enttäuscht. Da muss nachgebessert werden. Weil Gift ist eine geile Idee, aber dann auch richtig umsetzen. Ansonsten, die Arena-Leiter, die Ideen fand ich gut. Die Typen waren auch geil. Rocko mal mit Käfer oder sowas zu sehen, fand ich richtig nice. Die Top 4. Wow. Die Top 4 waren krass. Gerade Professor Eich kommt als erstes. In einem Einzelkampf natürlich mit Raupi Level 100, hat er sofort gewonnen bei mir. Das Relaxo war schon krass. 88. Die Level waren natürlich immens. Dann die anderen Top 4 Mitglieder, da ging's eigentlich. Das ging eigentlich. Aber dann der Champ, ne? Also der Champ, oh. Wie würde es Rie sagen? Chuck Duzel, ne? Oh, jetzt habe ich Chuck Duzel, ja, oder irgendwie. Richtig nice. Also der hat echt. Boah, der war hammergeil. Also das war echt ein fieser Broggel, du. Puh. Aber wir haben ihn geschafft. Der Rivale war echt stark. Unterschiedliche Pokémon, am Ende sogar ein Doppelkampf, sonst war es immer Einzel. Hat echt was drauf gehabt. Ja. Die wilden Pokémon hier im Spiel waren sehr gut verteilt. Es war eine richtige Vielfalt. Es waren sehr, sehr viele. Ich weiß gar nicht, ob man jedes hier fangen konnte. Aus der Edition. Aber richtig nice Idee. Auch, dass die Rate zum Beispiel, wir waren auf dem Weg von Lavandia nach Fuxania City, dass die Rate da in einem hohen Gras bei fast jedem Schritt, dass du da ein Pokémon gesehen hast. Puh, weil irgendwann war es nervig. Aber die Idee ist nett, dass man die Rate erhöht. Und natürlich auch, dass an Orten wie zum Beispiel dem Indigo-Plateau, nach der Siegelstraße auf dem Weg zum Indigo-Plateau, dass da wilde Pokémon auftauchen mit dem Level 85. Krass, das ist krass. Da kommt man ja gar nicht drauf. Ist gut gemacht, die Idee. Die Trainer waren am Anfang richtig, richtig stark, richtig fordernd. Das habt ihr ja im, boah, ich weiß gar nicht, dritten Part gesehen, wo ich in der Arena von Mamoria City war. Mit Regi auf 8 und da kommt ein Sandan auf 21. War richtig cool. Allerdings im Laufe des LPs hat das abgeflacht. Die waren irgendwann, besonders an der Siegelstraße und bei Fuxania City, deutlich zu schwach. Viel stärker sein müssen. Hätten viel, viel stärker sein müssen. Meines Erachtens nach. Ja, die Islands brauche ich nicht machen. Die sind nicht verändert worden. Auch nicht die legendären Pokémon. Hier Arctos, Zapdos, Lodos, Mewtwo. Brauche ich nicht zeigen, egal. Könnt ihr alles bei Pokémon Blau sehen, ist ja nichts anderes bei meinem anderen LP. Aber das sind so die Sachen, die mir, die ich dem Hack abgewinnen kann. Ich finde ihn ganz gut. Ich hoffe, ihr habt auch so ein bisschen was dran gefunden. Es würde mich auch freuen, jetzt hier gegen Ende, dass ihr vielleicht da nochmal drunter schreibt, was hat euch besonders an diesem Hack gefallen? Was war cool? Was war nicht so gut? Was könnte man verbessern? Das wäre nett, wenn ihr das drunter postet oder mir als Nachricht schickt. Ich sende das dann dem Macher weiter. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich danke euch fürs Zusehen. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch echt Spaß gemacht. Und bleibt mir treu. Guckt auch meine anderen Let's Plays. Und ich sage, wie es hier schon steht, Ende. Ich sage nur noch eins. Beste!